Perfektion auf dem Eis über Pflicht und Kür. Im Gespräch die Weltmeister im Paarlauf Aljona Sawtschenko und Robin Czochowy. Aljona Sawtschenko, Robin Czochowy, schön, dass Sie hier sind. Sie sind ja jetzt viermal Weltmeister geworden, viermal Europameister und sind seit fast 10 Jahren zusammen auf dem Eis. Was braucht man denn, um ein ideales Paar, ein ideales Eislaufpaar zu sein? Ja, eigentlich das, was wir haben. Nein, also es gehört schon viel dazu. Auch natürlich ein gewisses Quäntchen Glück, dass man sich natürlich auch findet. Aber ja, wir bringen halt einfach sehr viel mit. Also ich kann natürlich nur das wiedergeben, was ich von anderen Leuten halt höre. Also es sieht schön aus, wenn wir halt zusammenlaufen. Blonde Haare, schwarze Haare, helle Haut, dunklere Haut. Das Größenverhältnis stimmt, dann haben wir beide weniger Probleme bei dem sportlichen Teil, was das Eiskunstlaufen angeht, und finden uns auch gut, was den künstlerischen Teil angeht, sodass wir dann quasi wirklich am Ende als Gesamtpaket am besten funktionieren. Ja, man muss sich so ergänzen, dass das so zusammenpasst. Also normalerweise ist sie ja mehr so das Energiebündel, was uns antreibt. Ich bin dann halt mehr so der Ruhepol, wo man dann nochmal sagt, okay, lass uns nochmal nachdenken und dann wirklich konzentriert halt Gas geben. Und einfach so diese Mischung, und wie gesagt, jetzt ist es halt... Aber wir lernen voneinander, genau, was, genau. Nehmen etwas was mit. Was ist denn das für ein Verhältnis eigentlich sozusagen, in dem man da eigentlich steht? Weil von außen denkt man ja, im ersten Blick dachte man immer, ja, das ist ja wie ein Liebespaar auf dem Eis. Ja, genau. Auf der Eis musst du zeigen, dass du halt privat bist, aber von anderer Seite bist du ja nicht privat, und das macht ja uns aus. Also wir sind so wie Geschwister, sage ich, wie der Robin schon gesagt hat. Wie hat denn das bei euch eigentlich angefangen? Also wann habt ihr angefangen mit dem Eislaufen und wie hat das angefangen? Woher kommt diese Leidenschaft und mit welchem Alter muss man eigentlich anfangen? Fangen wir an. Also ich habe mit 4 Jahren habe ich angefangen in Erfurt mit dem Eiskunstlauf, und ja, am Anfang ist denke ich logisch, mit 4 Jahren, da denkt man noch nicht wirklich drüber nach. Es hat halt Spaß gemacht, ich habe dort meine Freunde gehabt. Dann sind wir alle gemeinsam halt eingeschult worden, damals halt noch in die Sportschulen der DDR. Und es war einfach eine schöne Zeit, ich war immer unter Beobachtung. Und dann mit den ersten Wettkämpfen, damals ja noch nach Altersklassen halt geordnet, hat man schon gemerkt, Mensch, in meiner Altersklasse war ich immer ziemlich weit vorne mit dabei. Und das hat dann schon so ein bisschen den ersten Antrieb so gegeben, halt weiterzumachen. Und dann die Zeit, wo dann natürlich die jüngeren Einzelläufer halt dann langsam besser geworden sind als ich, auch die aus dem eigenen Lager, aus der eigenen Trainingsgruppe, da hat man sich dann schon ein paar Gedanken gemacht, was soll das, bringt das überhaupt noch was? Dann kam die Zeit der Pubertät natürlich dazu, wo alle anderen sagen, wir gehen ins Kino oder wir gehen ins Freibad, und ich sage, viel Spaß, ich gehe in die Eishalle. Und dann kam glücklicherweise die Entscheidung für mich, oder auch die Anfrage aus Chemnitz, es doch mal mit dem Paarlauf zu probieren. Und das habe ich gemacht, habe da also auch ein sehr gutes Umfeld vorgefunden, wo ich von jeder Seite eigentlich nur lernen und profitieren konnte. Und für mich persönlich ist halt einfach so dieser kontinuierliche Erfolg, der treibt mich halt einfach an. Also das ist einfach dieses Gefühl, ich mache was sich für mich persönlich einfach lohnt. Wie schwer war das für Sie, als Sie angefangen haben? Weil Sie sind ja geboren in der Nähe von Kiew und mussten am Anfang auch sehr weite Wege sozusagen auf sich nehmen. Wie war dieser Anfang für Sie, und warum haben Sie sich dann auch entschieden, später dann nach Deutschland zu gehen? Ja, also es war schwere Zeit. Ich bin angefangen, auch wo ich ganz klein war. Und dann, das Traum war so groß, dass ich dann trotzdem das irgendwie durchgemacht habe. Früh aufstehen, lange Wege und mich immer nach vorne versuchen zu
steigern, besser sein als die anderen. Und ja, nach Deutschland war einfach das Traum, für Deutschland zu starten. Wie schwer war denn das am Anfang, wenn man sozusagen die Heimat aufgibt und so eine neue Heimat vor der Nase hat? Und was war das für ein Gefühl, als Sie dann auf einmal 2006 auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekamen? Ja, also von einer Seite war es schwer, das alleine zu schaffen, aber von anderer Seite, ich hatte auch Unterstützung von Robin, vom Trainer, von auch anderen Leuten gekriegt. Und ich hatte natürlich selber auch Ziel, das als Karriere zu machen. Und das hatte ja mehr Vordergrund als alles andere. Und natürlich, ja, ich war überglücklich, wo ich das deutsche Pass gekriegt habe, wo wir dann das Olympische Spiele laufen durften für Deutschland. Es war natürlich dann ja irgendwie Überraschung. Was bedeutet Ihnen denn die Arbeit zusammen mit dem Ingo Steuer? Also der hat Sie ja von Anfang an begleitet, der hat Sie sozusagen entdeckt und auch zusammengebracht und er war ja selber Weltmeister 1997 und war immer Ihr Trainer. Was bedeutet Ihnen diese Zusammenarbeit? Das ist halt unsere Familie, sage ich mal. Es ist ein Trio, der zusammengewachsen ist, der sich gefunden hat aus verschiedenen Richtungen. Wie schwer war denn das 2006, als dann bekannt wurde, dass er für die Stasi gearbeitet hatte und dann so ein langes Tauziehen war, ob er mit, durfte ja nicht mehr als Bundestrainer sein und Sie haben ja dafür gekämpft, dass er trotzdem mit nach Olympia fährt und weiter Ihr Trainer ist. Wie schwer war es dann überhaupt nochmal anzutreten? Ja, also das war schon eine sehr schwere Zeit. Also ich glaube, damals hat man das gar nicht so realisiert. Man hatte das nur so wirklich vor Augen, okay, wir müssen da jetzt irgendwie durch und das kann doch nicht sein und irgendwie wird es da schon eine Lösung geben. Aber jetzt muss ich sagen, mit ein bisschen Abstand betrachtet, war das schon ziemlich heftig. Und also was da so alles auf einen einstürzen kann und das innerhalb von kürzester Zeit, was man da für Höhen und Tiefen durchlebt und bei jeder Nachricht, die irgendwo kommt, hofft man, okay, das ist jetzt was Positives, vielleicht ist doch wieder alles gut, auf einmal kommt wieder 5 Minuten später was Negatives, wo wieder alles hinüber ist. Aber letzten Endes haben wir uns, muss ich jetzt wieder sagen, glücklicherweise halt ins Training geflüchtet. Wir hätten ja auch einfach sagen können, okay, wisst ihr was, jetzt lasst uns alle in Ruhe. Dann war es das eben, bis hierher und nicht weiter. Aber wir haben halt einfach trainiert, haben, wenn man so will, einfach unser Zeug gemacht, haben versucht, uns dort durchzuboxen und haben wahrscheinlich ja, über diese Erfahrungen halt einfach ja, ein Team geschaffen, was, also wo jetzt erstmal sich jemand ziemlich viel Gedanken machen muss, wie man das wieder zerstören könnte. Der Joachim Gauck, der heutige Bundespräsident, hat sich ja 2007 schon mit Ingo Steuer getroffen und hat danach gesagt, okay, er versteht, es ist ein Mann, der bereut, was er damals gemacht hat, in jungen Jahren sozusagen, und dass man jedem auch eine Chance geben sollte. Warum haben Sie immer weiter an Ingo festgehalten? Er hat uns halt von der ersten Stunde an bis zum heutigen Tage halt einfach begleitet als Trainer und hat uns halt ja, wenn man das so in einem Satz zusammenfassen darf, einfach zu dem gemacht, was wir halt sind. Also ohne ihn, denke ich mal, wären wir nicht vierfache Weltmeister, vierfache Europameister, wären bei der Olympiade nicht so gut gewesen und ja, würden wahrscheinlich jetzt auch nicht hier sitzen. Ja. Was haben Sie sich vorgenommen jetzt sozusagen für die Zukunft? Was kann man machen, was wir bis jetzt gemacht haben? Immer was Neues und also ich sag mal, bis jetzt haben wir nichts gemacht, was halt nur auf Olympische Spiele sind. Natürlich, jede Saison für uns wichtig, jeder Wettkampf ist wichtig. Von daher ist es... So ein absolutes Geheimrezept, so ein Top-Secret-Ding, wo man sagt, okay, und jetzt lüften wir das und dann geht das voll los. Also sowas gibt es nicht. Oder vielleicht sehen wir das nicht, weil wir zu nah an der Geschichte dran sind. Vielleicht kann man das von außen besser sehen, dass es so was Geheimnisvolles hat, aber es ist, so wie die Aljona gesagt hat, einfach auf das besinnen, was wir halt die letzten Jahre gemacht haben, weil sonst hätten wir den Erfolg nicht gehabt. Und warum sollen wir jetzt was Großartiges ändern? Und
wenn irgendwo der Schuh drückt, dann wird man sich natürlich da irgendwo einig werden müssen, weil wir müssen ja auf dem Eis beide zu 100% dahinter stehen, weil ansonsten wird es nichts. Sie haben ja gesagt, 2014 ist Schluss, dann hören Sie auf sozusagen auch als Paar nach Sochi. Können Sie sich überhaupt ein Leben vorstellen ohne Eiskunstlauf? Also, was heißt aufhören? Das sagen die Leute, aber das sagen wir nicht. Also aufhören, das werden wir erstmal sehen, erstmal Schritt für Schritt, erstmal ersten Schritt erleben, dass wir bis Olympische Spiele schaffen und dann wird es dann entstehen, was weiter ist. Weil kann man jetzt nicht sagen, wir hören auf und also erstmal ersten Schritt machen. Und Ihre Hoffnung sozusagen für die Zeit nach der Karriere? Ja, was soll man sich da groß erhoffen? Also natürlich erhoffe ich mir, dass ich dann irgendwann einfach meinen Enkeln erzähle, was der Opa alles so gemacht hat. Erstmal Kinder. Ja, vielleicht gut, ja. Erst den ersten Schritt ist richtig, ja. Nee, aber einfach, dass man halt zurückblickt und halt sagt, okay, das hat sich gelohnt und ich habe wirklich, ich bin persönlich einfach zufrieden mit dem oder bin unheimlich stolz auf mich, bin unheimlich stolz auf das, was wir gemeinsam geschafft haben. Das ist einfach das Wichtigste. Nicht, dass man sagt, man ist dann vielleicht Mitte 30 oder dann halt wirklich, wenn es dann halt später ist, dass man halt sagt, Mensch, hätte ich auch was anderes machen können, das hätte sich mehr gelohnt. Einfach für einen selber, dass man halt sagt, da war was. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke.